Ja, hallo, Club of Heinz. Ja, kleines Update zur letzten Woche. Ich hatte einen sehr schönen Auftritt in der heimlichen Liebe. Das war idyllisch über dem Baldeneysee. Sehr schön, waren sogar welche da. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, ansonsten heute wunderbarer Sommerurlaubstag. Ich habe in meinem Garten gechillt und da habe ich mir natürlich auch mal ein paar Bilder mitgebracht aus meinem wunderbaren Garten. Also ich finde ihn herrlich. Hoffe ihr auch. Jetzt blüht natürlich alles. Und das ist schon ein bisschen mein Urlaubsparadies da unten. Diese Woche auftrittsfrei. Ja, und ach ja, Update zu meiner Abnehm-Challenge. Nochmal 1,5 Kilo geschafft. Meine Frau sagt, man wird es im Gesicht auch schon sehen. Kann man es sehen? Im Gesicht kann man es sehen. Mich jetzt nochmal schick. Gar nicht gedacht. Aber trotz allem Urlaubsfeeling sind mir doch noch ein paar Gags zur letzten Woche eingefallen. Kalenderwoche 28. Wir sehen beiden an Verwechslungen leiden. Kann die Versprecher nicht vermeiden, doch will trotzdem im Amt bleiben und nicht scheiden. Selenskyj wird zu Putin. Donald Trump zu Kamala Harris. Es kommt als nächstes. Berlin wird zu Paris. Penis zu Vagina. Der Anfang des Universums zum Ende der Tagesschau. Und Müll runterbringen zu Hintern versohlen. Und nie mehr wiederkommen, zu sich täglich einen runterholen. Und auch noch in dieser Woche die angeblich teuerste Hochzeit der Menschheitsgeschichte in Indien. Superstars wie Adele und Justin Bieber müssen für ausgewählte Gäste am Tisch singen. Streng nach dem Motto, die Fans sind eine Macht. Egal ob 7 oder 8. Natürlich in dem Fall nur, wenn wir genügend Kohle haben. Allerdings beweisen die Gastgeber bei der Auswahl der Superstars einen sehr schlechten Geschmack. Nicht auf der Liste Comedian Heinz Gröning aus Köln. Nach dem Attentat auf Donald Trump betont der Minderheitenführer der Republikaner McConnell, Gewalt habe keinen Platz in den USA. Außer an Grundschulen. Natürlich bei Quentin Tarantino. Und gegen Farbige und gegen Demokraten. Und natürlich, wenn man ungerechtfertigterweise denkt, dass man ungerechtfertigterweise abgewählt worden ist. Also letztendlich immer dann, wenn man sie ausübt und man nicht selber von ihr betroffen ist. Abschließend einen kleinen Kommentar. Zum EM-Endspiel nicht verkneifen. Jetzt kommt noch ein kleiner Film für euch. Ist euch bekannt, wie nennt man in England eigentlich genau eine hübsche Frau? Soweit ich informiert bin, Touristin.